Herzlich willkommen Leute, im heutigen Video werde ich euch einiges Neues über Amazon FBA erzählen. Zunächst checken wir einfach mal die Zahlen hier von heute von mir aus, damit ihr auch seht, es ist nicht so, dass ich einfach nur von irgendwas erzähle. Das sind die Zahlen von heute, schaue ich auf einem anderen Handy, seht ihr auch, falls jemand denkt, das ist ein Fake, weil es gibt viele Hater in Deutschland, vor allem manche denken, das, was sie an ihre Vorurteile haben, auch, ne, also da seht ihr auch, da sind die 108, die 103, wie gesagt, nochmal, Seller Central, hier, Seller Central, ne, geht man auf Seller Central drauf, zack, dann seht ihr das, da ist die Zahlen auch, erfrischen, so, ne, also, ich erzähle nichts vom Pferd, ich verkaufe wirklich auf Amazon und, demnach weiß ich das ein oder andere über Amazon FBA und ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut einfach die anderen Videos von mir und folgt mir, abonniert das Kanal, teilt es mit Freunden etc., denn mit Amazon FBA kann man kostengünstig wie nirgendwo mit irgendeinem anderen Business starten und ja, wie gesagt, kann man von zu Hause aus, egal von irgendwo auf der Welt, man braucht nur das Internet, kann man ausarbeiten. Also, kommen wir erstmal zunächst zu dem, was es Neues gibt. Vielleicht habt ihr das im Hintergrund gesehen, denn Amazon gibt es inzwischen auch in Holland. Wie ihr seht, Amazon.nl. Und in der Niederlande könnt ihr auch verkaufen. Das heißt einfach, wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Konkurrenz ist noch sehr klein, aber das wird nicht so lange bleiben, denn Holland hat sehr vielversprechende Zahlen, was Amazon da herausgebracht hat, was den Kauf betrifft. Also in Zukunft könnte Niederlande wirklich vielleicht Platz 3 weltweit für Amazon sein, also in Europa. Und es ist natürlich erstmal USA und dann Deutschland und England sind irgendwie gleich, aber die Zahlen sind halt vielversprechend von Holland, wenn man die betrachtet. Von daher ist es nicht zu unterschätzen. Und nichtsdestotrotz aber, auch wenn es Platz 3 oder nicht wird, Faktum ist einfach, die Konkurrenz ist noch sehr klein, da sind noch so wenige Anbieter, wer zuerst kommt, mal zuerst und kriegt die meisten Bewertungen etc. Und da wollte ich euch einfach einiges zeigen im Vergleich zu Deutschland. Dann, wenn ich hier hinten switche, seht ihr, das ist der deutsche Marktplatz mit Amazon.de. Da habe ich einfach Gehstock für ältere Leute getippt. Und ich habe das jetzt mit Google Übersetzer schon im Vorfeld übersetzen lassen aufs Niederländisch und uns einfach getippt. Und wie ihr seht das komplett anders aus. Ne? Ihr seht es komplett anders aus. Da sind sehr wenige Anbieter und die Listings sind nicht so originell und professionell. Und von daher, wenn ihr hier zum Beispiel, das ist einfach nur ein Beispiel, ne? Ich sage nicht, dass hier der Markt halt oder die Nische halt gut und vielversprechend ist, das ist einfach nur ein Beispiel. Wer dazu mehr wissen will, schaut einfach meine anderen Videos und da gehe ich auf alles, fast auf alles ein oder auf meinen Amazon FBA-Kurs unter der Videobeschreibung findet ihr das auch. Aber einfach hier zum Vergleich, in Deutschland seht ihr, hier sind sehr hochwertige Listings, hier sind sehr viele verschiedene Produkte und im Vergleich dazu, wie gesagt, hier in Niederlande, in Holland gibt es da halt noch nicht so viel. Von daher kann ich jeden ermutigen, wenn du dein Wissen hier aufstocken willst, beziehungsweise noch dazu füllen willst mit Amazon FBA, schau dir einfach die anderen Videos von mir oder den Kurs, wie gesagt, ist unter der Videobeschreibung. Abonniere den Kanal. Teile es mit deinen Freunden. Ich werde demnächst auch noch einiges auch über Amazon FBA bringen. Momentan tue ich auch sehr viel. Einige Ups und Downs. Einiges klappt und momentan manche Sachen klappen nicht, aber das gehört auch dazu im Business. Dazu werde ich demnächst auch mal ein Video machen. Und bleibt einfach dran. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Teilt es. Abonniert den Kanal. Schreibt mir einen Kommentar unter den Videobeschreibung bei YouTube, das lese ich auch ab und zu. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten. Ciao, ciao.